Geht deine unkastrierte Hündin auf einmal sehr ungern raus, verhält sich äußerst seltsam und scheint wie besessen von ihrem Spielzeug zu sein? Wenn ja, dann könnte die Ursache eine Scheinschwangerschaft sein. In diesem Video verrate ich dir, was eine Scheinschwangerschaft ist, warum sie auftritt und wie du richtig handeln sollst. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Emin und ich bin Tierarzt. Das Thema dieses Videos ist die Scheinschwangerschaft bei der Hündin. Korrekterweise als Scheinträchtigkeit oder Pseudogravidität bezeichnet. Fangen wir gleich mit der ersten Frage an. Warum entwickeln unkastrierte Hündinnen eine Scheinträchtigkeit? Nun, eine Scheinträchtigkeit ist eigentlich ein ganz natürlicher Vorgang und hatte ursprünglich eine ganz wichtige Funktion. Bei Wölfen, den Vorfahren unserer Hunde, diente die Scheinträchtigkeit zur Arterhaltung des Rudels. Das heißt, scheinträchtige Wölfinnen übernahmen eine Ammenfunktion und halfen bei der Aufzucht der Welpen. Das heißt, wenn das Muttertier nicht da war, weil sie eben erkrankt ist, tot war oder einfach nicht anwesend war, übernahmen die scheinträchtigen Wölfinnen die Aufzucht, die Ernährung der Welpen. Und genau aus diesem Grund entwickeln heutzutage manche Hündinnen eine Scheinträchtigkeit, wobei diese Funktion mehr oder weniger ihre Bedeutung verloren hat. Und in manchen Fällen ist diese Scheinträchtigkeit wirklich eine große Belastung für eine Hündin. Woran kannst du nun eine scheinträchtige Hündin erkennen? Zuerst lassen sich Veränderungen im Verhalten, das heißt psychische Veränderungen, beobachten. Das heißt, die Hündin frisst auf einmal weniger, will ungern raus spazieren, sucht viel Nähe zu dir oder im Gegenteil, sie sucht viel Ruhe und isoliert sich. Im weiteren Verlauf bemerkst du, dass sie sich einfach komisch verhält und ständig mit irgendeinem Spielzeug herumläuft. Nach diesen psychischen Veränderungen folgen meistens auch körperliche Veränderungen. Man bemerkt dann, dass das Gesäuge anschwillt und es kann sich so weit entwickeln, dass sogar Milch aus der Zitze tropft. Man kann in manchen Fällen sogar Milch aus dem Gesäuge massieren. Ob man das machen sollte, erfährst du noch im Verlauf des Videos. Auf jeden Fall dranbleiben. Und wenn du das alles beobachten kannst, dann ist die Scheinträchtigkeit voll entwickelt, gerade voll im Gange. Und solch eine Scheinträchtigkeit ist manchmal genauso anstrengend wie eine richtige Trächtigkeit, wie eine richtige Welpenaufzucht. Denn scheinträchtige Hündinnen bauen ein Nest und verteidigen sogar ihr Nest. Da sie einen starken Mutterinstinkt haben und für ihre Welpen sorgen wollen und keine Welpen haben, nehmen sie als Ersatz Stofftiere, Spielzeuge, Kissen, manchmal Schuhe und nehmen es in ihr Nest mit. Und da sie als Mutter ihre Welpen, in dem Fall ihr Welpenersatz, nicht verlassen wollen, gehen sie natürlich auch sehr ungern spazieren oder nehmen zum Spaziergang ihr Spielzeug einfach mit. Kommen wir gleich zu der nächsten Frage. Wann werden Hündinnen scheinträchtig? Nun, bereits nach der ersten Läufigkeit können Hündinnen ihre erste Scheinträchtigkeit entwickeln. Meistens ist der Zeitpunkt der Scheinträchtigkeit circa 2 Monate nach der Läufigkeit. Natürlich gibt es hier eine breite individuelle Spanne, aber meistens ist eben eine Scheinträchtigkeit circa 2 Monate nach der Läufigkeit. Wie lange dauert eine Scheinträchtigkeit bei der Hündin? Nun, hier haben wir auch eine sehr breite individuelle Spanne, da dieser biologische Prozess keinem Kalender folgt. Nun, das heißt, die Scheinträchtigkeit kann von 2 Wochen bis sogar 8 Wochen andauern. Das heißt, die Spanne ist ziemlich breit und kann sehr stark variieren. Was kannst du nun tun, wenn deine Hündin eine Scheinträchtigkeit entwickelt? Auch wenn eine Scheinträchtigkeit ein ganz natürlicher Vorgang ist,
solltest du während dieser Phase deine Hündin genau beobachten. Wie sie sich verhält, ob sie sich in die Mutterrolle zu sehr hineinsteigert, ob sie leidet, ob sie eine Erkrankung entwickelt, zum Beispiel eine Gesäugeentzündung. Daher möchte ich dir jetzt drei wichtige Tipps mitgeben, wie du deine Hündin während deiner Scheinträchtigkeit helfen kannst. Tipp Nummer 1. Ablenkung. Lenke deine Hündin durch Spaziergänge, durch Spiel, so gut es geht ab. Versuche deine Hundedame auf andere Gedanken zu bringen. Das wird dir mehr oder weniger gelingen, je nachdem, wie stark deine Hündin durch den Hormonchaos beeinflusst ist. Aber wichtig ist, jetzt durchzuhalten, geduldig zu sein, denn Ablenkung kann deiner Hündin in dieser Situation wirklich weiterhelfen. Tipp Nummer 2. Spielzeug und Kuscheltiere entfernen. Viele Quellen empfehlen, wenn eine Hündin eine Scheinträchtigkeit entwickelt, so schnell wie möglich Spielzeuge und Kuscheltiere zu entfernen. Wiederum andere empfehlen dieses ganz und gar nicht und sind sogar strikt dagegen. Begründung: Wenn die Hündin auf einmal den Welpenersatz nicht mehr findet, dann kann sie sogar noch mehr in Stress kommen, noch mehr nach Welpen und Welpenersatz suchen. Das heißt, diesen Punkt musst du individuell entscheiden. Vielleicht versuchst du es einmal, den Welpenersatz, das heißt Spielzeug, Kuscheltiere zu entfernen, aber sei hier auf jeden Fall achtsam. Tu es nicht vor den Augen deiner Hündin entfernen, sondern versuch es heimlich, ohne ihre Anwesenheit, es so zu verstecken, dass sie es nicht mehr riechen kann, nicht mehr finden kann. Wenn sie jedoch komplett durchdrehen sollte und sogar noch verstärkt nach Welpenersatz suchen sollte, dann kann man das Ganze auf jeden Fall wieder aufheben und ihr einen Welpenersatz anbieten. Das heißt, hier solltest du individuell entscheiden. Tipp Nummer 3. Das Gesäuge kontrollieren. Während der Scheinträchtigkeit werden Hormone ausgeschüttet, die das Gesäuge in einen Trächtigkeitsmodus versetzen. Das heißt, das Gesäuge fängt an, Milch zu produzieren. Und wenn das Gesäuge nun viel Milch produziert und eben keine Welpen da sind, dann kann das zu einem sehr unangenehmen Gefühl, einen unangenehmen Druckschmerz für die Hündin führen. Daher fangen manche Hündinnen an, sich im Bereich des Gesäuges abzuschlecken, um eben diesen Druck wieder loszuwerden, um Milch heraus zu massieren. Wenn das deine Hündin machen sollte, dann solltest du das wirklich verhindern, weil diese Manipulation noch zu mehr Milchproduktion führt. Daher, diese Hündinnen sollten eine Halskrause, einen Halskragen oder einen Body tragen. Gleichzeitig kannst du das Gesäuge kühlen mit feuchtkalten Umschlägen, aber hier solltest du auch nicht viel im Bereich des Gesäuges tun, denn das Ganze berühren und abtasten kann das Ganze verstärken. Jedoch solltest du 2 bis 3 Mal täglich das Gesäuge abtasten, denn das kann dir wirklich helfen, gröbere Probleme relativ zeitnah zu entdecken. Mehr dazu in der nächsten Frage. Wann muss man mit einer scheinträchtigen Hündin zum Tierarzt gehen? Das ist eine ganz wichtige Frage und ich bitte um deine Aufmerksamkeit. Wie schon gesagt, ist es wichtig, das Gesäuge regelmäßig zu kontrollieren. 2 bis 3 Mal täglich reicht vollkommen aus. Wenn du dabei merken solltest, dass das Gesäuge verändert ist, zum Beispiel stark angeschwollen, gerötet, verhärtet, schmerzhaft, dann ist schnelles Handeln sehr wichtig. Denn wie bei Menschen kann sich bei der Hündin ein Milchstau entwickeln. Und dieser Milchstau kann sich wiederum entzünden und zu einer Mastitis führen. Eine Mastitis ist eine sehr unangenehme, sehr schmerzhafte Entzündung des Gesäuges und kann zu allgemeinen Symptomen führen, wie Fieber, Apathie, Inappetenz. Das heißt, die Hündin ist auf einmal komplett appetitlos. Und die Behandlung gehört auf jeden Fall in die Hände eines Tierarztes und das meistens ziemlich rasch nach dem Erkennen der Symptome. Ebenfalls zum Tier sollte man, wenn die Hündin unter der Scheinträchtigkeit stark leidet. Denn in besonders schweren Fällen ist es manchmal nötig, mit Medikamenten die Scheinträchtigkeit zu beenden. Wenn sich immer wieder
ein starker Verlauf, eine starke Scheinträchtigkeit nach der Läufigkeit entwickelt, dann ist die einzige und dauerhafte Abhilfe eine Kastration. Jedoch solltest du dir das langsam und in Ruhe überlegen und entscheiden. Zum Thema Kastration bei der Hündin habe ich auch ein Video gemacht, verlinke ich dir hier oben. Gerne kannst du den Kanal jetzt hier unten abonnieren und mit deinen Freunden teilen. Ich würde mich sehr darüber freuen. Danke fürs Zuschauen. Ich sage gesunde Grüße an dich und deine Vierbeiner.